So, liebe Freunde, willkommen zurück bei einer neuen Runde von Minecraft und Tale of Kingdoms von und mit eurem Buckle, eurem Marbuckle. Und wie man hier sieht, ist es ein neues Texture Pack. Erstens neues Texture Pack, das ist Summer Fields. Und wow, das Gras bewegt sich. Geil. Geil. Ich finde, das sieht richtig sehr, sehr schnieke aus. Es hat alles ein bisschen einen Orangeton irgendwie so ein bisschen. Kann aber natürlich auch sein wegen den ganzen orangenen Lichtern hier. Aber naja. Und selbst nachts ist es nicht so komplett duster wie in anderen Texture Packs. So, was ist noch Neues? Oh, das sieht cool aus. Das sieht auch mal cool aus. Was gibt es noch Neues? Genau. Minecraft ist endlich, aber Quatsch. Tale of Kingdoms ist endlich in Version 1.0 erschienen. Also für die Version 1.0 von Minecraft. Also eigentlich ist Tale of Kingdoms die 1.2.2. Den Link dazu gibt es in der Deskription des Videos unten. Und ich muss die Musik eigentlich so laut, so leise. Ich höre gar nichts von der Musik. Naja. Post-Production und so. Ah! Was habe ich jetzt gemacht? So. So, kurz verklickt. Was gibt's Neues? Ja, erstmal die 1.0-Compatibility. Dann wurden verschiedene Bugs mit den Refecules und diesen Refecule-Holes und Burning Villages und so weiter. Ist das ein. Das sieht komisch im Mund aus. Sieht komisch aus. Sieht aus wie. Eine Schokocreme, da so ein Keks und da so eine Milchcreme. Ja, man kann auf jeden Fall Planks jetzt statt Wood einsammeln, abgeben. Das wollen wir mal aus. Moment, da haben wir 64 Wood, da haben wir 64 Wooden Planks. Erstmal will ich mir hier eine Mage Hall bauen. So, ich habe drauf geklickt. Hat das noch den nach Ressourcen oder ist da gerade am Bauen? Hab da genug, oder? Mage Hall, 256 Wood, 320 Cobblestone. Seltsam. Kann ich nichts bauen? Oh, muss ich einfach noch Cobblestone haben? Scheinbar. Muss noch ein bisschen mehr Cobblestone holen, das geht ja so nicht. Dann kann ich euch direkt auch mal das Dings zeigen. Das Dings, das Bums, das Dingsbums zeigen. Ich habe mich einen kleinen königlichen Unterstufe gebastelt und ich glaube, ich muss mal einen neuen Bogenschützen holen. Ist irgendwie tot. Hallo. Ach, wie süß klein die sind. Das ist ja abgefahren. Oh. Ist ja abgefahren. Ist das normal? Diese blöde Müllwagen vor meiner Haustür, ne? Die ganze Zeit. Finde das auch so furchtbar. Ja, genau. Hier habe ich nämlich mein königlichen irgendwas weggenommen wieder. Und stattdessen können wir jetzt da ganz weit runtergehen. Jedenfalls habe ich mir hier die Höhle, weil ich glaube, dies war echt ein bisschen zu nah an dem ganzen Zeug dran. Habe ich mir gedacht, nee, komm. Ist auch ein bisschen doof. Und ja, was anderes. Ihr seht, ich habe auch 46 Brot quasi. So, hier ist mein königlicher Unterschlupf. Ein kleines, schnuckeliges Gebäude. Ich muss ja noch so eine Pressure-Platte. Was ist das denn jetzt hier? Ich muss ja noch so eine Pressure Plate, muss ich da noch reinbasteln. Dann habe ich hier ein bisschen Ofen hier, dann habe ich hier so ein Bettchen hier stehen und mein Vorratskram. Geil, sieht aus, sehr aus wie ein Feuerzeug. Flint and Steel. Kakaobohnen. Kakaobohnen. Dirt, Wooden Slab, Wooden Planks. Ah, Wooden Planks. Nehme ich direkt mal mit. Ich habe jede Menge Eisen. Okay. Okay. Dann beschaffen wir uns mal kurz ein bisschen Cobblestone. Weil ich hoffe, dass das klappt. Ich meine, warum sollte es nicht klappen, das Bauen? Das wäre aber richtig doof jetzt. Vor allem in der Aufnahme. Na, da. Gehen wir mal kurz runter zu meinen Minenarbeitern, die eigentlich nichts machen, außer blöd rumzuspringen. Sehr schön. Ah! Ah! Ich krieg dich! Oh, das ist Glände, der ja. Krass. Ja, nicht krass, sondern eher so. What the fu? Was will das Skelett von mir? Das will mir natürlich an den Zwirren. An meine königlichen Zwirren will es heran. Ah, komm, da buddeln wir euch mal frei hier. Das kann man ja nicht mit ansehen. Das kann man nicht mit ansehen, was ihr für ein Blödsinn ihr macht hier unten. So. Ja, das ist ein bisschen verbaut jetzt hier unten.
Es ist ein bisschen verbaut. Das habt ihr aber alle selber gemacht. Weil, dieses Spawn war so ein bisschen, sag mal, blöd. Ah! Cancel. So. Wollt ihr jetzt immer noch hier rumhüpfen wie die Affen? Wie die Affen auf der Schaukel? So, oder wollt ihr jetzt irgendwie mal für mich mal arbeiten? Cobblestone da rein, Cobblestone da rein. So, oh, guck mal, werde ich endlich mal die Mage Hall kriegen. Weil das kann nicht sein. Ist das einfach ein Bug? Ich muss mich an die ersten Null-Sounds noch gewöhnen. Zum Beispiel das Bogengeräusch. Da bin ich nicht hundertprozentig einverstanden. Das da... Typ, du sollst minen, du sollst nicht herumstehen. Halt, war da was? La da 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 da. Hallo Zombies, zack, zack. Also ich muss sagen, die Zombies sind... Ah! Toll. Ich mag das Geräusch von den Experience Orbs, wenn man die aussammelt. Das mag das. So. Ach ja, man hat auch jetzt die Option, wenn man bei dem Händler was kauft, einfach mal 16 Items immer dazu kaufen. Das finde ich sehr praktisch. Vor allem, wenn es irgendwie Fressen geht oder um Blöcke. Wenn man beim Blockshop, Blöcke kauft, da bei 16 Items. So, das verkaufen wir. Nee. Gucken auch. Was haben wir eingesammelt? Steak, Red, Dirt, Dreck. Dreck. Dreck, Dreck. Ich verkaufe Dreck. Guten Tag, ich bin der örtliche Dreckhändler. Wollen Sie vielleicht was Dreck haben? Aber gern! Guter Mann! Oh, ich kann mal ein paar Fackeln machen. Ein paar Sticks könnte ich mir wieder gönnen. Damit ich mir ein paar Fackeln machen kann. Zack, 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 zack. So, jetzt haben wir wieder genug Fackeln, um auf Abenteuerkurs zu gehen. In irgendwelche Höhlen rein oder so. So, ich will mal gucken, ob das hier immer noch nicht geht. Cobblestone, so. Ah, na also, wollte ich doch sagen. So, Cobblestone, Wood, Wood, Wood. So, was hat mir jetzt abgezogen? Tatsächlich. Man kann es in der Props-File einstellen, dass man Planks statt, Moment. Okay. Und Planks, und Planks, und Planks, und Planks, und Planks. Cool. Es steht zwar immer noch Wood hier, aber man kann es halt einstellen, dass man statt Wood die Planks dann halt benutzt. Was natürlich auch sehr, sehr praktisch ist. Ich finde das so besser. Ich habe sofort in der Datei auch geändert. Ich finde das einfach viel, viel, viel praktischer. Und das geht wesentlich schneller. Da muss ich nicht wie so ein Honk-Typ. Och nee, es laufen mir die ganze Zeit hinterher, oder was? Ich gleich ans Boot cutten oder so. So, wo ist denn jetzt diese Mage Hall? Ich stell dich mal ab. Das geht mir doch ein Sekt, dass du mir jetzt die ganze Zeit hinterherläufst. Geil. Ah, hier hab ich irgendwas gehört. Irgendwann greift hier irgendjemand an. Oder auch nicht. Ja, komm, Typ, dann komm hinterher und so, dann schick ich dich zum Buddeln oder so. Irgendwas. Na, ganz toll. Super. Wo ist das denn jetzt hier explodiert? Was soll der Scheiß? Mann, ich hasse das. Was soll der Kack? Was soll der Driss? So, Typ, komm mal her jetzt hier. Wo bist du? Ja, komm, dann cutte mal Wood. Ja, hier. Er rallt es nicht. Er rallt es nicht. Boah, du Enderman, ne? Was hast du denn auf dem Kopf? Krass. Ach nee, es ist... Wo ist er hin? Wo ist er hin? Der Lümmel. Toll, kann ich eigentlich noch mein Kingdom fixen. Ja, Typ, hier ist ein Tree. Den sollst du cutten. Der Knaller, der rallt es nicht, ne? Er rallt es nicht. Ja, die KI von den NPC, die können wir noch ein bisschen verbessern. Wahrscheinlich ist es auch eventuell einfach vom Minecraft-System so abhängig. Dass es einfach so vom System her so ist. Aha. Aha.
eigentlich noch ein bisschen Cobblestone hier sammeln. Ich bastel mir mal ein bisschen Cobblestone hier. Renn bitte her. Ah. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich brauche, um mein Kingdom zu fixen. Das weiß ich gar nicht. Brauchen wir da wirklich nur 64 oder muss man einfach mal so einen riesen Batzen haben? Hab ich so ein Fans eingesammelt und so ein Zeppling und sowas. Holen wir noch ein bisschen frei, das Ganze. Ich würde ganz schon gerne das Loch da fixen, das ist nämlich ein bisschen doof. So. Drag me to a tree, aber start cutting. Was ist eine andere hier? Ist er schon tot oder was? Ne, der hockt da unten rum. Aha. Ja, let us go mine stone. Also, viel Spaß und so. Da. Ja, viel Spaß. Tschö. Ach, warum rennst du mir denn jetzt hinterher, Typ? Gott. Mir jetzt hinterher? Nein, danke. Wahrscheinlich spawnt er mir jetzt hinterher. Hallo Kuh! Hallo Muku! Hallo! Hallo Muku! So, jetzt kommen wir noch ein bisschen Stone ab. Und dann gucken wir uns das direkt mal schnell die Mage Hall an. Vielleicht kann man das ja auch fixen, dieses Loch, weil es geht mir nicht echt auf den Sack. Das finde ich kacke. Das finde ich kacke. Einfach hier Löcher im Königreich. So geht das ja nun nicht. Also. So. Ach, muss ich etwa echt. Hier müsste das Fix Whole Kingdom sein. Ich muss echt so viel Zeug da einsammeln, das gibt's ja wohl nicht. Allerdings habe ich jetzt Wood in genug. Das muss ich so viel Cobblestone haben. Wo ist denn jetzt diese Mage Hall? Ist das etwa diese Riesenhalle unten? Nee, das ist die Chapel. Was ist denn jetzt die Mage Hall? Ich hab doch die Mage Hall gebaut. Oh, ich glaube, ich weiß welches, wo das ist. Da ist die Chapel, hallo. Hallo Chapel. Ich glaube, ich weiß welches Haus das ist. Das Ding bestimmt. Das war bald vor der Tür, ne? Das wird. Wir müssen da. Ja, guck mal. Guck mal rein. So, hallo, ich bin euer König und ich verlange Einlass. Was bist du für einer? Achso. Oh. Was ist. Oh. Oh. Was ist das? Was ist das? Oh. 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 Dunkles Verlies. Ah, wenn da so ein Pressure Plate drin wäre, dass es nicht mehr aufgeht, ne? So, dann gebe ich hier nur mal hoch. Oh, das sieht nett aus. Das sieht nett aus. Das sieht vor allem steinig und sehr. Okay. Zucker. Einfach mal ein bisschen Zuckerrohr am Rand des Weges postiert. Ist das denn noch alles? Oh Gott, meine Güte. Was? Oh, hallo. Hallo, die Magier halten sich einen eigenen Kräutergarten, einen eigenen Korngarten. Was denn mit? Das kann ich auch noch irgendwann mal abminen und neu pflanzen. Denn ich bin schließlich euer König. Ich verlange das von euch. So. Buy Potions, Recruiter Mage, Enchantments und Exit. Cool. Oh, kann man noch keine Potions? Oh, das ist aber doof. Das ist aber schade. The magic dwells in you. Das habe ich auch gedacht. Das ist aber schade, dass man da keine Potions und Enchantments holen kann. Das ist aber doof. Schade. 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 So, was macht man jetzt als nächstes? Was macht man denn eigentlich noch? Ja, laut des... im Moment im aktuellen Stand ist es so, dass... Oh, ich muss mal was futtern. Wie süß die Hunger, das sind ja kleine Kuchen. M&Ms? Marines and Marauders? Nee. Was brauche ich noch? Ich will ein Large House, brauche ich noch. Und wenn ich das Large House habe, was brauche ich denn eigentlich für das Large House? Priceless? Wie viel Cobblestone brauche ich denn dafür? Boah, voll. Pff. Was ist das? Kommt ihr mal mit voll. Boah, wie viel Cobblestone? Kann man echt kein Cobblestone kaufen? Die Minenarbeiter sind ja ein bisschen, naja, unterbelichtet, sag ich einfach mal.
Ja, Wood kann man kaufen, aber dieser Stone hier, das ist normaler Stone und kein Cobblestone. Also dieser Stone ist ja Clean Stone. Der ist auch Gravel. Oder Gravel auch genannt von vielen Leuten. Das ist schon sehr praktisch mit 16 Blocks und jetzt muss ich auch gar nicht mehr jetzt hab ich mein Mikrofon mal ein bisschen verschoben, weil ich muss mal Kaffee trinken. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ah. Bricks? Ach nee, das sind diese... Boah, was? 1444 Bricks. Boah. Meine Herren, das ist aber teuer. Diamantohr, Diamantblock, Crafting Table, Furnace, Ladder, Lever, Ladder und Lever, Lever oder Ladder. Verschiedene Pressplatten, Button, wie Schnee. Ich kann da Schnee kaufen? Fence, Glasspane, Vines, Glowstone. Nee, das muss ich dann immer noch per Hand abminen, weil meine Minenarbeiter ein bisschen zu dumm sind, um meine Anweisungen richtig auszuführen. Deswegen muss ich das einfach mal so mir abminen. Mit Hilfe meiner Königin. Ja, das ist so schade. Ich weiß nicht, irgendwo in der Stadt war auch schon wieder irgendwelche Löcher oder sowas. Ah ja, ich wollte mir ja so ein Mage. Stimmt. Wie viel Gold? Oh, ich habe mehr als genug. Ich wollte mal ja ein bisschen, kann schon was verkaufen. Leather und die Saplings kann ich bestimmt verkaufen. Ja, ich wollte mal ja hier Dings holen. Ist bestimmt noch irgendwo ein Enderman, bestimmt irgendwelche Blöcke wieder gemobst. Saplings und Fence. So. Obwohl, die dürften eigentlich nicht mehr Blöcke benutzen, die irgendwie hier so... Ich glaube, in irgendeinem 1.0 oder sowas wurde das doch irgendwie geändert. Dass sie auch gar nicht mehr so viel... Ich verlaufe mich in meine eigene Stadt, ne? Ich verlaufe mich in meiner eigenen Stadt. Wenn ich das nicht regelmäßig spielen würde, würde ich auch gar nicht mehr wissen, wer jetzt wo, wieso, warum, weshalb irgendwo ist. Ich hole jetzt mal einen Mage. Und den stelle ich mal am Stadtportal auf. Und guck mal, ob der was kann oder ob der mir irgendwelche Blöcke dazu sprengt. Oder ob er ein halbes Königreich abfackelt. Sieht ein bisschen aus wie der Sonnenbrille, was er anhat. Rekrut am Marsch! Ach, ihr sieht ja süß aus. Aber na. Follow me! Follow me if you want to eat! Wo bist du denn jetzt? Ja, komm! Ah, na komm doch mit. Komm doch einfach mit jetzt hier. Ich bin sehr gespannt, wenn endlich mal Tier 4 kommt, damit ich mehr Gebäude und sowas bauen kann. Hier fehlt schon auch schon wieder irgendwas. Ah ne, das fehlt ja gar nicht, das ist einfach nur... Ach ja, ich schiebe einfach mal alles auf die Enderman. Auf die Endermänner. Ich schiebe einfach alles auf die Endermänner. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass Endermen, Endermen sind. Ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass die Enderman alles klauen, was mit Hit und Nagelfest ist. Diese Blockklauer. Garzes Area. So. Na, Garzes Area, zack, erstmal direkt ins Loch gestürzt. Direkt erstmal, oh, da ist ein Loch. Ach ja, den habe ich ja hier abgestellt. Dann kann ich die Trees ja auch selber nochmal wegmünzen. Wegmampfen. Auf jeden Fall geht zumindest die Blockbeschaffung jetzt mit Wood viel wesentlich schneller, da man jetzt ja nur noch die Dings gebrauchen kann. Braucht. Oh, weg mit dem Dirt. Weg mit dem Dirt, rein mit dem Cobblestone, dann gehe ich erstmal Cobblestone minen. Aber ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass es auch schon wieder fast Zeit ist, um die Aufnahme zu beenden. Weil stundenlang das Abminen von Cobblestone ist ja auch gähnend langweilig. So Leute, wie sieht's denn hier aus? Macht ihr unten irgendwas oder habt ihr unten irgendwie so eine Privatparty am Laufen? Nee, ich glaube nicht, dass ihr irgendwas macht. Aua! Das sieht zumindest nicht so aus. Das ist auch ein Wusel hier unten, ne? Typ, du siehst auch nicht so unbedingt aus, ob du irgendwas machen würdest. Ich weiß irgendwas, habe ich mich hier irgendwas durchgebuddelt? Das sieht fast so aus, als ob ich mir irgendwas durchgebuddelt hätte. Ja, ich glaube, das sieht auch so aus, als ob ich mir so irgendwas durchgebuddelt. Auch nicht. Sieht so seltsam hier unten aus. Egal, ich werde hier im großen Stil Cobblestone abbuddeln. Und dann würde ich nämlich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, das Buckle-Spiel Tale of Kingdoms mit Minecraft.
Und wenn ihr wollt, dass ich irgendwelche anderen Mods, die ihr gerne sehen hättet oder die ihr sehen gerne würdet, wenn ihr wollt, dass ich diese Spiele, dass ich die mal unter die Lupe nehme, dass ich ein bisschen Spaß drin habe in den Mods, zum Beispiel Invasion oder irgendwie sowas, dann schreibt einfach einen Kommentar runter, sendet mir einen Boten des Zaren, eine königliche Nachricht, sendet mir einfach irgendwas, abonniert mich, kommentiert mich, abonniert mich und Daumen nach oben und so. Und dann sagt einfach Bescheid, nennt mir die Mod, notfalls noch mit Link und so, minecraftforums.net oder sowas. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, das Buckle spielt Tale of Kingdoms. Das hat mich mal erschrocken. Gott. Wer legt denn hier Lava hin? Was ist denn da eine Fackel? Warum ist da eine Fackel? Wer legt denn hier Lava hin? Das ist ja gemeingefährlich. Zack. Kommen wir mal auch dazu. So. Auf das nächste Mal, dass ich wieder vergesse, damit ich dann mich da durchbuddel und dann wieder in der Lava lande oder irgendwie sowas. Das wäre äußerst unangenehm, weil ich so viel Diamantzeug dabei habe und das war teuer. Das Geld verliert man zwar nicht, aber es war zumindest teuer. So, jetzt aber endgültig Schluss und ich mine hier noch ein bisschen Cobblestone ab und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Vielleicht sogar mit T4 Kingdom, aber ich glaube es eher nicht. Weil ich weiß noch nicht, wann das released wird. Das weiß so ziemlich keiner. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.